Ich stehe hier am Unteren Inn in der Nähe der Einmündung der Salzach. Im Hintergrund singt ein Karmingimpel, eine Besonderheit für hier. Und es ist gleichzeitig typisch, weil jeder Tag draußen im Gelände Überraschungen, tolle Erlebnisse mit unserer Vogelwelt bringen kann. Was es da alles zu sehen gibt, bei uns und weltweit, das vermittelt ein Blick in unser Buch mit dem Spektrum von wirklich hervorragenden, geradezu spektakulären Vogelbildern, die das Verhalten von Vögeln zeigen, besser als es jede Beschreibung liefern kann. Und die auch etwas vermitteln, was unser Auge nicht imstande ist zu erfassen. Die subtilen Eigenheiten von Bewegungen, die so schnell ablaufen, dass es der modernen Kameratechnik bedarf, um sie festzuhalten. Das ist das Besondere, das dieses Buch auszeichnet. Es sind Amateuraufnahmen, Fotos von unterschiedlichsten Menschen aus aller Welt. Und sie haben zusammengetragen, was die wunderbare Vogelwelt auszeichnet. Ich bin, obwohl Berufsornithologe und deswegen nun wirklich vertraut mit der Vogelwelt, immer wieder begeistert von der Schönheit dieser Bilder und auch von dem, was ich Tag für Tag draußen in der Natur erleben kann. Helfen Sie daher mit, diese einzigartige Vogelwelt zu erhalten. Von den gut 10.000 Vogelarten, die es auf der Erde gibt, sind fast 2.000 vom Aussterben bedroht. Wir müssen verhindern, dass es geschieht. Schließen Sie sich den Vogelschutzverbänden an, damit Ihre Stimme politisches Gewicht bekommt. Die Vogelwelt lohnt es. Dieses Buch beweist es.